Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squad Builder Battle und heute mal in einer ganz besonderen Version und ich bin dafür natürlich nicht alleine. Hier mit dabei ist der gute Kriegsjuge! Simon Juge! Na, was geht? Einen wunderschönen guten Tag an die Pro Army. Alles frisch? Ich meine, du bist ja sowieso bei mir in jedem Video dabei, wenn ich wollte. Ja, richtig. Ist ja eigentlich quasi nie weg gewesen. Naja, ich bin immer da. Ja, und ich freue mich heute in Squad Builder Showdown Battle, um Ronaldo Team of the Year zu machen. War da was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab's vergessen. Wir haben heute nämlich was sehr Besonderes wieder am Start. Und zwar das Player of the Month Special Squad Builder Battle. Denn wie ihr seht, haben wir beide schon drei Player of the Month im Team. Also heute mal was ganz Besonderes. Nicht SBB um einen Spieler, sondern direkt um ein Trio. Du hattest welche POTMs nochmal? Ich habe Sterling, Aubameyang und Reus. Ja, bei mir sind es Sterling, Aguero und Sancho. Da haben wir sogar ganz gut unterschiedliche. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch gleich schon mal direkt rein. Falls ihr das feiert, also SBBs auch mal irgendwie mit Trios zu machen und nicht immer nur um einen Startspieler, dann smasht ihr auf jeden Fall mal richtig dick den Daumen nach oben oder whatever und checkt natürlich den Kanal von dem guten Chris ab, der ist oben in der Beschreibung verlinkt, ja. Ich habe gehört, jeder, der ein Abo da lässt, kriegt vom guten Chris ein Freibier. Richtig, Weizen sogar, ausgewählt. Gut, schreibt mal auf, wa? Ja, mach mal. So, Freunde, dann starten wir direkt mit meinen drei ZMs und der gute Chris hält rein und ja, dieser Sancho, ne, der hat mir echt ein bisschen Probleme bereitet und vielleicht hätte man mit einer Icon gehen können. Delaney, Witze, Götze. Ich habe mich für den absolut obvious Way entschieden und zwar für Witzel, den du wahrscheinlich aufgeschrieben hast. Im ZM benutze ich tatsächlich eine Icon und zwar den guten Seedorf Optimus Prime und im linken ZM benutze ich den Future Star Frenkie de Jong. Gute Wahl mit Witze, denn ich habe nämlich Delaney aufgeschrieben. Schön, ja. Schade. Ja, dazu habe ich Sané, Food Birthday und Matthäus, weil ich nicht wusste. Ja, du hast halt eh jede Icon gefühlt und da war es raten ohne Verdacht. Let's go, Alter. Nice. Und jetzt snipe ich dir einen weg. Ich habe so ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich habe dich. Wenn ich das schon höre. Aber okay, wir fangen mal an. Linker zentraler Mittelfeldspieler. Aubameyang muss ja irgendwie auf Fullcam kommen. Da hast du die Möglichkeit mit Torreira, du hast die Möglichkeit mit Guendouzi, aber auch Özil. Und ich nehme aber die Fitnesskarte von Torreira. Dazu gehe ich, Grüße gehen raus an Julius, mit dem Info von Eckestein. Und rechts gehe ich mit Bellarabi, Second Info. Bellarabi und Torreira, Junge! Nice! Let's go! Jedes Mal, wirklich. Ich höre mittlerweile, das ist, ja, cool. Ich hatte Torreira, Bellarabi und Emre Can aufgeschrieben. Ja, wo soll der Torhüter hin? In die Mitte. ZM. In die Mitte, ja. Das ist klasse. Das kriegt man definitiv hin. Geil. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Außenverteidigern. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Okay, ich fange mal auf der rechten Verteidigerposition an. Das wäre ziemlich random, wenn du den hättest. Und zwar benutze ich da Carvajal. Ja. Und links eine Footmiss-Karte von Arnold. Ja, ich bin risikogegangen. Ich habe gesagt, du bleibst in der Liga mit Danny Da Costa rechts. Und links bin ich mit, weil du ja eh alle SBC-Karten hast, mit Ligen-SBC von Hubs gegangen. Den habe ich aber tatsächlich nicht. Schön, schön, dass du diese Karte nicht hast. Cool. Der einzige, die du vielleicht nicht hast. Cool. Ja, geil. Okay. Ich mach mal weiter. Rechter Verteidiger. Gehen wir mit dem gleichen. Ich habe auch Kameral. Wenn du den jetzt aufgeschrieben hast, so wie Simon, hör bitte auf damit. Und links gehe ich. Das ist nicht dein Ernst. Und ich gehe links. Links gehe ich mit Flashback Baines. Ich hab Mondi und Carvajal. Wie zur Hölle kommst du auf Carvajal? Wirklich? Ich hab mir überlegt, du hast bestimmt auch ein paar SBCs gemacht. So, dann vielleicht hast du Carnival Mondi gemacht, dachte ich mir. Und weil der damals, glaube ich, nicht so teuer war, vielleicht hast du auch den Headliner Carvajal gemacht. Es gibt auch viele andere Rechtsverteidiger auf dieser Welt. Okay, Abfahrt. Dann halt du mal rein. Ja, mach ich. Ich hoffe, du hast mich nicht durchschaut. Das wäre ein bisschen blöd. Ich fange mal mit dem linken Innenverteidiger an. Da habe ich eine ganz neue Karte, die ist heute Nacht irgendwann rausgekommen. Und zwar Man of the Match Laporte.
Klar, gut zu wissen, dass es ein Man of the Match Laporte gibt. Cool. Rechte Innenverteidigung. Team of the Year Varane. Und im Tor spiele ich Lafont. Ja, ich bin mit dem Team of the Year gegangen. Der nennt sich aber Sergio Ramos. Links habe ich Van Dijk und im Tor Van der Sar. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst mit dem vollen Team gegen mich spielen. Nice. Aber warum hast du Van der Sar aufgeschrieben? Ich darf doch eh nur eine Icon benutzen. Ach ja. Ja, cool. Chris, das war's wieder komplett. Herzlichen Glückwunsch. Oh ja. Ich sag dazu absolut gar nichts mehr. Ich mach trotzdem mal weiter mit meinen. Ich muss halt jetzt, ja, keine Ahnung. Ich gehe mit Marc Bartra, rechter Innenverteidiger. Ich muss so safe gehen, dass du vielleicht gar keinen hast. Scheiße. Im Tor gehe ich mit 83er Adan. Katastrophe und... Was? Und der zweite Innenverteidiger ist Jimenez. Ich muss ja jetzt irgendwie safe gehen. Nein, ich hab Godin! Scheiße! Glück. Ich muss ja irgendwie ein Stück weit safe gehen, dass ich wenigstens eine Verteidigung hab. Lad mich mal ein. Ich hab Spaß, denke ich mal, jetzt bei dem Spiel. Ich hab Spaß. So, ja. Sag mal her, was du hast. Schönes ja. Team. Ja, ja, super Team habe ich. Ach du heilige Wissen. Oh, wer ist der RL? Geile Frisur, Hammer. Ist aber wieder. Aus. Ach komm. Hammer. Ich frage mich bis heute, warum ich noch keine Einladung zu irgendeinem E-Sport-Team bekommen habe. Weekend League läuft aktuell bei dir auch nicht so, oder? Ich bin 15:1. Na sag ich doch, läuft das so. Ah! Oh! Also nein, ich stehe 6-3 oder so. Ja, ich muss dich ja ein bisschen ablenken, weißt du? Oh. Ich glaube, der geht rein. Los geht's. Der stimmt. Uff! Ich habe heute ein Spiel in der Verlängerung mit 9-3 gewonnen, ne? Gegner, ich weiß gar nicht, was die Mission von dem Gegner war. Komm! Komm! Ist ein Dortmunder bei einem Schalke-Fan im Team, ist dann noch gegen mich trifft. Höchststrafe, Jungs. Ha? Ah! Ja. Wow! Was abseits oder ist es so schlecht? Das ist genau so schlecht! Oh mein Gott! Simon, was ist denn los? Ja. Der Junge ist ja genauso schlecht wie mein rechter Mittelfeldspieler. Vollmänner, das ist schönes Pressing. Gutes Pressing. Sehr gutes Pressing. Mann, das ist die Jürgen Klopp-Schule. Nein! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, das ist nicht sein Ernst. Oh ja. Grün. Hä? Das war ein Schuss? Und er war nicht im Abseits? Das war ein ich wollte einen Flachschuss eigentlich machen. Gut, ja, der Flachschuss kam an und was mein Baines da am Tor macht, ist halt auch ziemlich fragwürdig. Der kommt, ey. Ah! Ja! Kannst dann, das ist... Nice! Wer POTM Aguero gemacht hat, der muss halt wirklich einfach nur in Coins schwimmen. Poro! Was hat dein Verteidiger gemacht? Das war mein Bronzeverteidiger, der hat alles gegeben. Ja, was denn du? Och, dann durch die Beine! Das zweite, es ist doch nicht wahr! Ich bin nichts anderes gewohnt, ey. Echt schlimm, dass man Pass nicht ankommt. Nein! Jetzt aber. Ja! Nein! Jetzt aber! Der komm! Ja! Er könnte aber wichtig werden. Noch 2 Sekunden Spielzeit! Konzentration jetzt! War knapp das Ding, war knapp. Das wird das Tor sein, was dir irgendein POTM safen wird. Ja, oder auch nicht. Ja, mach. Wenn du alle triffst, mach ich heute die ganze Zeit sauber. Okay. Also, ich hätte gerne als erstes die beiden Außenverteidiger. Ja. Dann die beiden ZMs. Und den Keeper. Ja! Ich hab dich umgestellt! Komm!
Wir haben nicht ein Person getroffen, du Arschkind! Ja! 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 Du kannst heute alles sauber machen. Alter. Du bist heute persönlicher Diener, ohne Scheiß. Wie kann man denn so Scheiße picken, Alter? Und ich wollte das... Ich wollte, was wollte ich nehmen? Das ganze Mittelfeld und irgendeinen Stürmer. Ich hätte zwei getroffen. Gut, du hast Leighton Baines getroffen, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Dummer Idiot. Dummer ich liebe Idiot. Dich. Wenn wir uns irgendwann mal sehen, da geht der Abend auf mich. Wie kann man denn bei 5 Discard-Picks und 3 POTMs keinen treffen? Ah, mir geht's super. Klasse wir Aufnahme. Flashback Baines. Goldidiot, Goldidiot, Goldidiot und Bronzeidiot getroffen. Hype, Alter. Das 3 Daumen da, checkt Chris ab. Super Folge. Ja, vielen, vielen Dank für die Aufnahme. Danke nochmal für die Discards. Hallo Mama. Kuss geht raus. Hallo Mama. Bestraft bitte den Jan Lukas. Der hat Scheiße gebaut.